dieses Leuchten in den Augen, manchmal kriegt man da sogar so ein bisschen Gänsehaut am Körper. Aber viele von uns bemerken halt, dass es eben auf dieser tiefen Ebene sich dann doch nicht verändert. Und wir merken einfach, ich kann es halt doch nicht. So tief glaube ich eben doch nicht an mich. Ich glaube, dass das Thema Glaubenssätze eines ist, was wir, wo wir etwas vergessen. Und wir gehen das Thema Glaubenssätze ja oft sehr mental an. Das heißt, wir untersuchen, ich glaube zum Beispiel, keine Ahnung, ich bin nicht gut genug oder ich kann das nicht oder irgendwelche anderen Dinge. Ich bin nicht ausreichend, ich bin zu dumm oder zu klein oder was weiß ich. Und dann haben wir diesen Glaubenssatz, der ja unbewusst die Intensität der Wirkung hat. Also das, was so, ich sag mal, fatal ist an Glaubenssätzen, ist ja nicht einfach nur das, was wir denken, sondern es passiert ja oft so, dass Glaubenssätze uns auf eine Art und Weise beeinflussen oder auch lenken, die so subtil ist. Und wir kriegen es manchmal mit und manchmal kriegen wir es auch gar nicht mit, wie subtil das eigentlich wirkt. Das heißt, Glaubenssätze werden manchmal verwechselt mit, du denkst das Verkehrte oder so. Und dann sagst du, vielleicht kennst du das. Also ich kenne das von mir gut, dass ich manchmal sage, ich habe aber jetzt gerade gar nicht irgendwie unbedingt was Bestimmtes gedacht, weil wir das ja nicht bewusst gewählt haben. Aber es gibt sowas wie eine innere Instanz in uns, die uns das denken lässt oder glauben lässt. Und ich glaube, dass manchmal das Thema Glaube, das heißt ja auch Glaubenssatz, es ist wie ein tief verankerter Glaube in uns, dass wir zum Beispiel etwas Bestimmtes nicht können. Und Glaube ist tiefer als ich denke was oder ich überlege was oder ich habe gerade was gedacht. Glaube ist tiefer. Ja? So. Und wenn wir jetzt auf der rein mentalen Ebene oder also versuchen, was anderes zu denken, oder wenn wir versuchen, diesen Glaubenssatz durch einen anderen Satz, den wir uns immer wieder suggerieren, also statt ich kann das nicht und ständig sagen, ich kann das, dann ist das mit Sicherheit nicht unwesentlich, ja. Aber viele von uns bemerken halt, dass es eben auf dieser tiefen Ebene sich dann doch nicht verändert. Also für einen kurzen Moment können wir ein High haben und sagen, ich kann das, ich kann das, ich kann das. Und wenn es aber plötzlich ein Moment kommt, wo eine Situation überraschend ist und wir merken einfach, ich kann es halt doch nicht, so tief glaube ich eben doch nicht an mich. Und da sind wir wieder beim Thema Glauben. Und weil es einfach eine gewisse Tiefe hat und Glauben sich einfach auch im Körper manifestiert, ich ein großer Fan von Embodiment bin und Embodiment ja nicht nur für unseren Rumpf ist, sondern es auch noch den Kopf gibt, ist so ein bisschen der Gedanke zu sagen, wir haben zu diesen Glaubenssätzen, die wir glauben, also die so tief in uns drin sind, dass wir es auch ein Stück wie verkörpern, haben wir auch einen gewissen Gesichtsausdruck. Und diese Gesichtsausdrücke, mit denen können wir auf der Mikroebene, also das ist nicht unbedingt, dass wir so einen ganz krassen Gesichtsausdruck haben müssen und dass wir den immer mitkriegen, aber es gibt, ich sag mal, unter den Hautschichten, es gibt Mikroebenen, wo wir zu Glaubenssätzen einen bestimmten Gesichtsausdruck haben. Gerade tief verankerte Glaubenssätze bilden sich unter anderem eben auch im Gesicht ab. Und wenn wir dann in die Situation reinkommen, dann ist auf der Mikroebene diese Form von Gesichtsausdruck einfach da. Und zwar nicht, dass wir das wählen, also genauso wie wir den Glauben an den Glaubenssatz nicht gewählt haben, wählen wir eben auch den Gesichtsausdruck nicht, sondern das ist wie miteinander gekoppelt. Und ich habe das Gesicht rausgefunden wirklich als etwas ganz Wesentliches, weil, ich sag mal, wenn ich jetzt an einen Menschen denke, an den ich gerne denke, ja, dann habe ich so einen freudigen Gesichtsausdruck. Also ich mache es jetzt ein bisschen überzogen, aber es ist einfach so, ich denke an diese Person und es ist irgendwie so, was so mein Gesicht so strahlen lässt, ist einfach irgendwie da. Ja, es macht mich so. Und das zeigt sich in meinem Gesicht, da entspannt sich vielleicht was, da ist ein Lächeln, da ist ein Leuchten in den Augen. Das passiert ganz vieles auch in unserem Kiefer, in unserer Stirn und so weiter. Und wenn ich an eine Situation denke, die mich echt herausfordert, dann merke ich, dass sich da eben auch was verändert. Und da eine gewisse Achtsamkeit reinzubringen,
Das ist das, was ich mit dir heute machen möchte, wo ich dir einfach gerne was mitgeben möchte, was super spannend ist. Es hat was ganz Subtiles. Und wenn wir uns darauf einlassen, mehr in das Spüren des Gesichtes zu gehen, dann werden wir merken, wie wir damit etwas sehr überraschend beeinflussen können, was Glaubenssätze anbetrifft. Und ich lade dich einfach mal ein, das mitzumachen. Und bevor wir direkt in diese körperliche Übung reinstarten, vielleicht so einen ganz kleinen Moment jetzt zu nehmen. Vielleicht magst du die Augen schließen und mal einfach gucken, ob es irgendwie so einen Glaubenssatz in deinem Leben gibt, irgendetwas, was dich so beeinflusst oder auch an dir selbst immer wieder verärgert oder wo du nicht an dich glaubst. Es muss jetzt nicht gleich der Hammer-Glaubenssatz sein, aber irgendwie sowas, wo du immer wieder so denkst, da funktioniert das immer noch so unbewusst in mir, dass ich immer wieder denke, ich bin da nicht gut genug oder ich kann das nicht oder was auch immer. Schau mal, ob es spontan irgendetwas gibt, was dir so einfällt. Wenn dir gerade nichts einfällt, kannst du die Übung trotzdem mitmachen. Aber es ist schön, mit einem Thema in so eine Übung reinzugehen. Und wenn du was hast, vielleicht liegt irgendwo bei dir auch gerade was zum Schreiben, vielleicht magst du dir auch irgendwie einfach einen Stichpunkt oder einen Satz dazu aufschreiben. Das kannst du super gerne machen. Dann notierst du dir das ganz kurz. Wenn du nichts zum Schreiben hast, behältst es dir einfach in deinem Kopf. Ich lasse dir einen kleinen Moment Zeit. Genau. Und bevor wir in die Übung reingehen, noch zwei Dinge vorweg. Embodiment heißt immer Atem, Bewegung und Stimme. Das heißt, du darfst und du bist eingeladen, bei dieser Übung auch Geräusche zu machen, zu stöhnen, zu ächzen, zu seufzen, ja, was auch immer. Bitte tief zu atmen, das Atmen nicht vergessen. Bestimmte Bewegungen oder Berührungen machen, vergessen wir manchmal zu atmen. Und alles, was irgendwie mit Grimassen schneiden und Ausdruck zu tun hat, ist willkommen. So. Und du bist, wenn du ein Thema hast, bleibst du damit in Verbindung mit diesem Glaubenssatz, nimmst einfach deine Hände, legst sie aneinander und reibst sie für einen kleinen Moment warm. Spür mal für einen kleinen Moment diese Wärme, die da entsteht zwischen deinen Handflächen. Und von hier aus machst du etwas, was ungewohnt ist, nämlich du gehst mit diesen warm geriebenen Händen so ein bisschen raubtierartig in dein Gesicht, okay? Mach mal so Pranken in dein Gesicht und bleib da einen kleinen Moment und spür mal, wie das ist, dein Gesicht so ein bisschen krass, ein bisschen intensiv zwischen deinen beiden Händen zu halten. Spür dein Gesicht zwischen deinen Pranken. Du kannst das als Druck wahrnehmen, du kannst es aber auch als Halt wahrnehmen. Aber es ist so ein bisschen rau, so ein bisschen rough. Und wir bleiben bei diesem, was so ein bisschen rough ist und gehen mal mit so Tatzen durch unser Gesicht und zerknautschen diese ganzen Alltagsgesichter, die wir so drauf haben. Zerknautsch mal dein ganzes Gesicht so ein bisschen, als wärst du so ein Kind-Teddybär, also so ein kleiner, junger Teddybär, der mit so Riesenpranken einfach durch dieses Gesicht durchforstet. Alles zerknautschen, was du zwischen deine Pranken kriegst und so ein bisschen frech. Atme dabei. Wenn du Grimassen machen magst, dann machst du Grimassen dabei. Wenn du Geräusche machen willst, machst du Geräusche dabei. Und du zerknautscht alles, was du zwischen deine Pranken kriegst. Deine Stirn, deine Schläfen, deine Wangen, deine Nase, deinen Kiefer, alles, dein Kinn, deine Lippen, vielleicht auch ein bisschen deine Ohren oder um die Ohren herum. Also alles, was so irgendwo zum Gesicht dazugehört, zerknautscht du und atmest. Und zerknautsch mal wirklich so ein bisschen frech und bleib dann einen Moment bei dein Alltagsgesicht.
diese Alltagsmaske. Einfach, als könntest du da so reingreifen und es total zerknautschen und so ein bisschen für Verwirrung stiften. Alles, was so alltäglich ist, wird einmal total irritiert. Kannst Geräusche dabei machen, atmen und einfach dabei bleiben. Alltagsmaske zerknautschen. Richtig mit den Fingerspitzen, mit den Fingerkuppen in dein Gesicht reingehen und alles so mit der ganzen Hand zwischendrin zerknautschen, was so alltäglich ist. Bleib noch einen kleinen Moment dabei. Das ist einfach so etwas, was das Nervensystem auch irritiert. Ja, wenn wir uns so ins Gesicht greifen und das Alltägliche einfach ein bisschen durcheinander bringen. Und von da aus legst du noch einmal rechts und links so deine Hände satt auf das Gesicht. Spür das nochmal. Dein Gesicht zwischen deinen beiden Händen zu halten. Atme. Und dann nimmst du sanft deine Hände runter, legst sie vielleicht für einen Moment auf deinen Schoß oder lässt sie rechts und links neben deinem Körper baumeln, wie du magst. Wenn du möchtest, gerne geschlossene Augen und ein bisschen nachspüren. Spüre mal, wie sich dein Gesicht jetzt anfühlt. Was fühlt sich anders an als vorher? Vielleicht spürst du noch einzelne Fingerabdrücke oder Bereiche, die du besonders geknetet hast. Vielleicht gibt es ein Prickeln oder ein Pulsieren in deinem Gesicht. Und krieg das mit. Krieg mit, ob oder wie sich dein Gesicht anders oder vielleicht auch intensiver spürbar anfühlt. Wenn du die Augen geschlossen hattest, lade ich dich ein, mit so einem blinzelnden Blick sie langsam zu öffnen. Und nochmal deine Hände zu nehmen und so ein bisschen so eine Geste zu machen über deine Stirn. Die ist auch intensiv, ja? Und einfach so, als würdest du diesen ganzen Salat hier oben so rausziehen. Du kannst auch einfach ausatmen dabei. Richtig intensiv, so als könntest du das nehmen, was hier oben drin sitzt und so über die Stirn rausziehen. Ah, als wolltest du diesen Salat da oben loswerden. Einfach über die Stirn, all diesen Salat, ich sage ja immer Kopfsalat, den ganzen Kopfsalat da oben rausziehen. Als könntest du Gedanken, an die du glaubst, tiefe Glaubenssätze, einfach nehmen und da rausziehen mit deinen Tatzen. Oh, und von da aus nochmal einen Moment in ein Nachspüren kommen. Die Aufmerksamkeit wirklich so ein bisschen auch auf die Stirn zu richten. Wie ist das, das getan zu haben? Atmen. Und wenn die Augen geschlossen sind, gerne nochmal ein bisschen blinzeln. Und wieder nochmal deine Hände nehmen. Vielleicht magst du sie zwischendrin immer wieder ein bisschen warm reiben. Warm reiben heißt ja letztlich auch, dass wir hier mit Energie zu tun haben, die in unseren Handflächen ist. Und das bewirkt ja auch immer ganz viel. Und von hier gerne mal nochmal ins Gesicht zu gehen. Und zwar die Augenbrauen. Schnapp dir die Augenbrauen mit den Fingern
und zieh sie so ein bisschen hoch. Und von innen gehst du quasi nach außen und ziehst die Haut so ein bisschen raus und gehst wieder nach innen, wenn du außen angekommen bist, und von innen wieder hinaus. Und du spürst unter deinen Fingern den Knochen deines Schädels und du gehst immer wieder wie so ein Trecker, der so die Erde auffühlt, einmal von innen nach außen, und knetest und massierst deine Augenbrauen richtig intensiv. Atme nicht vergessen. Als könntest du das alles wie so ein Trecker, der so die Erde aufwühlt, durchkneten. Augenbrauen kräftig durchkneten. Das machst du noch ein- oder zweimal. Atme nicht vergessen. Lass die Hände nochmal sinken. Schließ deine Augen, wenn du magst. Und spürst nochmal in deine Stirn, speziell um die Augen, in den Bereich der Augenbrauen hinein. Wie viel Gedanken oder Kopfsalat sind da gerade noch? Spür dein Gesicht. Wenn du die Augen geschlossen hattest, lade ich dich ein, sie nochmal mit einem Blinzeln zu öffnen. Und von hier aus nimmst du nochmal deine Fingerspitzen, legst sie so ein bisschen hier oben auf die Stirn und gehst mal wie so ein Regen von oben nach unten. Lass dir ruhig Zeit, dass du möglichst viele Bereiche deines Gesichtes wirklich berührst. Und du machst es immer wieder von oben nach unten, als könntest du diesen ganzen Kram, der hier oben ist, wie als würdest du auf deinen Kopf regnen, als könntest du das alles ein bisschen wie runterbringen. Genau. Und einfach immer wieder oben beginnen. Du kannst so klopfen, du kannst auch deine Finger so nehmen, wie ganz wie du magst. Beides geht. Und immer wieder von oben nach unten. Jetzt könntest du diesen Kram, der hier oben ist, wirklich durch diesen Regen der Fingerkuppen nach unten regnen lassen. Und natürlich auch, wenn du die Augen schließt, kannst du das Ganze auch über die geschlossenen Augen machen. Mach es nicht zu sanft, aber es soll auch nicht wehtun, aber schon intensiv, sodass du wirklich so die verschiedenen Strukturen deines Gesichtes spürst. Dieser ganze Kram, dieser ganze Kopfsalat wird nach unten gespült durch diesen Regen. Und vielleicht noch ein- oder zweimal. Alles nach unten spülen lassen und dann in deinem Tempo die Hände sanft runternehmen. Nachspüren, dein Gesicht spüren. Wie fühlt sich dein Gesicht jetzt an? Kannst du dein Gesicht intensiver spüren? Und wenn du die Augen geschlossen hattest, sie mit einem Blinzeln zu öffnen. Und mit diesem lebendigen Gesicht, was du jetzt hast, denke mal an eine Situation oder an eine Sache oder an eine Person oder an ein Ereignis, was dich so leuchten lässt, okay? Wenn es etwas ist, was dich begeistert, wenn es etwas ist, wo du Herzklopfen vor Freude bekommst, dann gehen deine Augen so auf und dann hast du wie so ein, du hast so ein zartes Lächeln im Gesicht und du hast leuchtende Augen. Schau mal, ob du was findest, was dich zum Leuchten bringt und was du nicht nur in dir irgendwo tief drin trägst so ein bisschen und dein Gesicht bleibt gleich, sondern wo du so, als würde so ein Licht angehen, so bing,
ja, und du hast dieses Leuchten in den Augen. Und du merkst einfach vielleicht sogar, wenn du das ein bisschen übertreibst und dieses Lächeln und dieses, also dieses Lächeln im Gesicht hast und das Leuchten in den Augen, manchmal kriegt man da sogar so ein bisschen Gänsehaut am Körper. Versuch das mal, da einzutauchen und es so ein bisschen zu übertreiben, ja. Wunderbares in deinem Leben. Und das machst du mal für einen Augenblick und spürst es mal, was es in dir auslöst. Lächeln und leuchtende Augen. Genau. Und du bleibst dabei, behalte dir dieses Leuchten in den Augen und so ein zartes Lächeln im Gesicht. Und dann nimmst du die eine Hand und legst sie, während du weiter leuchtende Augen hast, auf die Stirn. Ein Lächeln im Gesicht und die andere Hand gehst du hier an den Hinterkopf, ja, da wo der Schädel quasi in die Halswirbelsäule übergeht, sodass du eine Hand am Hinterkopf hast, die andere hast du auf der Stirn. Schließ nochmal mit diesem Leuchten in den Augen und dem Lächeln im Gesicht deine Augen. Du hältst dieses Lächeln im Gesicht, spürst deinen Kopf gehalten. Und stell dir vor, dass dein Leuchten in den Augen auch mit geschlossenen Augen da bleibt. Es verändert dein Gesicht. Lächeln und leuchtende Augen. Atmen. Und dann nimmst du sanft deine Hände vom Kopf weg, lässt vielleicht einen kleinen Moment noch die Augen geschlossen, spürst vielleicht diesen verzauberten Gesichtsausdruck, diesen leuchtenden Augen und dem Lächeln im Gesicht nach. Spür, was es mit deiner Haltung macht in deinem Körper, wenn du so einen Gesichtsausdruck hast. Und wenn du jetzt gleich die Augen öffnest, falls du sie geschlossen hattest, schau mal, ob du dir davon ein Stück wie bewahren kannst. Von diesem Leuchten in den Augen und dem zarten Lächeln im Gesicht. Ja, das ist eine etwas andere Herangehensweise an Glaubenssätze. Und du weißt, du kennst mich, die Dinge wirken nicht immer schnipp und die Glaubenssätze sind weg. Aber es ist tatsächlich sehr viel an dem Thema dran, wie wir Glaubenssätze auch im Gesicht festhalten können und wie es immer wieder gut tut, wenn wir uns verändern wollen, unser Gesicht dabei nicht zu vergessen. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude mit dieser Übung.